Herzlich willkommen im Bachelorstudiengang Verfahrens- und Umwelttechnik an der Hochschule Konstanz. Mein Name ist Uwe Behrendt, ich bin Professor für Prozess- und Anlagentechnik und in den nächsten 10 Minuten möchte ich Ihnen den Studiengang VUB Verfahrens- und Umwelttechnik vorstellen. Also los! In der Verfahrenstechnik geht es um die Veränderung von Stoffen und Stoffeigenschaften. Klingt abstrakt, ist aber ausgesprochen praktisch. Zum Beispiel dieses Glas Milch. Bevor Sie die Milch mit 1,8% Fettanteil im Biomarkt kaufen, muss die Milch sterilisiert, entfettet, homogenisiert werden. Sie durchläuft einen verfahrenstechnischen Umwandlungsprozess. Unser Alltag ist voll von Stoffen, die verfahrenstechnisch verändert wurden. Denken Sie an Papier, Kosmetika, Klebstoffe oder auch alkoholfreies Bier. Die Liste ist schier unendlich. Wie kann man Stoffe verändern? Letztlich nur durch physikalische oder chemisch-biologische Veränderungen. Das heißt mit mechanischen Kräften, mit Wärme, mit Kälte oder durch chemische Umwandlung. Von diesen Verfahren gibt es eine ganze Menge. Welche Verfahren im Einzelfall das Richtige für einen Umwandlungsprozess ist und welche Veränderungen, welche Bedingungen in diesem Prozess herrschen müssen, das ist die Kernkompetenz von Verfahrenstechnikern und Verfahrenstechnikerinnen. Und Umwelttechnik? Das sind letztlich Technologien, die dazu beitragen, die Umwelt vor Schadstoffen und Belastungen zu schützen. Die meisten dieser Technologien beruhen auf der Umwandlung und Veränderung von Stoffeigenschaften, sind also angewandte Verfahrenstechnik. Viele davon dürfen darüber entscheiden und werden darüber entscheiden, wie erfolgreich wir bei der Energiewende sein werden. Denken Sie an das Recycling von Autobatterien. Die Synthese von Biokraftstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, im besten Fall von solchen, die nicht in Konkurrenz zu Lebensmitteln stehen. Und vor allem die Speicherung von regenerativ erzeugter Überschussenergie in Form von Wasserstoff und Methan, der sogenannten Power-to-X-Technologie. Verfahrens- und Umwelttechnik arbeitet Hand in Hand. Das Berufsbild von Verfahrens- und Umweltingenieuren ist extrem vielfältig und spannend. Verfahrensingenieure und Verfahrensingenieurinnen entwickeln neue Umwandlungsverfahren. Sie konstruieren und optimieren Apparate, in denen Stoffe gezielt verändert werden können. Sie simulieren das Strömungs- und das Reaktionsverhalten, sie entwickeln neue Messverfahren dazu, planen und werten Experimente aus und bauen schlussendlich neue umweltfreundliche Produktionsanlagen. Und das Ganze weltweit und in nahezu allen Branchen. Das Studium der Verfahrens- und Umwelttechnik an der HTWG Konstanz dauert 7 Semester und schließt mit dem Bachelor of Engineering ab. Zu Beginn des Studiums stehen naturwissenschaftliche Grundlagen wie Physik, Chemie, Mathematik im Vordergrund. Gleichzeitig lernen Sie bereits die Grundlagen und Anwendung der Verfahrens- und Umwelttechnik kennen. Im zweiten Semester kommen dann bereits ingenieurtechnische Fächer wie Strömungslehre, Thermodynamik und Konstruktionslehre dazu. Ab dem dritten Semester rücken dann die verfahrens- und umwelttechnischen Themen mehr und mehr in den Vordergrund. Wärmeübertragung, Reaktionstechnik, Recycling. In nahezu allen Fächern gibt es Laborübungen und praktische Anwendungen. Im fünften Semester gehen Sie dann in die Industrie und absolvieren dort Ihr Praxissemester. Sie arbeiten bereits in Industrieprojekten mit und wenden die erworbenen Fachkenntnisse praktisch an. Das sechste und siebte Semester steht dann im Vorfokus der verfahrens- und umwelttechnischen Fachkompetenz. Abluftreinigung, Abwasseraufbereitung und natürlich die ganze Breite der mechanischen und der thermischen Verfahrenstechnik. Für Ihre Bachelorarbeit gehen Sie dann wieder in die Industrie und wenden das erworbene Fachwissen zur Lösung eines praktischen, ganz konkreten Problems an. Das Verfahrens- und Umwelttechnikstudium ist klar strukturiert. Für jedes Semester existieren abgestimmte Stundenpläne, die ein effizientes und zielgerichtetes Studieren ermöglichen. Und ein wenig stolz sind wir auch. Das CHE-Ranking hat in den letzten Jahren im Bereich Verfahrenstechnik, den Studiengang Verfahrens- und Umwelttechnik, immer auf Platz 1, 2 oder 3 gerankt, je nachdem, wie die Kriterien zueinander gestanden sind. Das Studium der Verfahrenstechnik ist ausgesprochen anwendungs- und praxisorientiert. Alle Dozentinnen und Dozenten haben langjährige Berufserfahrung und geben diese gerne an die Studierenden weiter. In den Laboren arbeiten sie an modern ausgerüsteten Laboreinrichtungen. Durch regelmäßige Exkursionen und Industrie zu Industriefirmen und Fachmessen knüpfen sie bereits während des Studiums ein wertvolles Netzwerk. Und durch Praxissemester und Abschlussarbeit kennen sie die Arbeitsweise im industriellen Umfeld nach Ende des Studiums bereits sehr gut. Der gefürchtete Praxisschock, den viele Uni-Absolventen erleiden, bleibt ihnen damit mit Sicherheit erspart. Pro
Semester bietet der Studiengang 35 Studienplätze an und ist damit einer der kleinsten Studiengänge der HTWG Konstanz. Das Betreuungsverhältnis ist daher sehr, sehr gut. Studierende und Lehrende arbeiten eng zusammen. Lernen in kleinen Teams und aktives Coaching durch die Lehrenden wird in vielen Lehrveranstaltungen aktiv praktiziert. Die Lehrenden sind meist leicht erreichbar und haben fast immer ein offenes Ohr und das nicht nur in den offiziellen Sprechstunden. Die HTWG Konstanz bietet Ihnen mit ihrem Campus entlang des Seerheins und nur wenigen Gehminuten von der Konstanzer Innenstadt entfernt beste Studienbedingungen. Das H-Gebäude, die Heimat der Verfahrens- und Umwelttechnik, dort finden Sie die meisten Lehrveranstaltungen und Labore und Sie treffen dort Dozenten und das gesamte Mitarbeiterteam des Studiengangs. Mensa, Bibliothek, Rechenzentrum und nicht zu vergessen die Strandbar sind nur wenige Schritte voneinander entfernt. Das Studium an der HTWG Konstanz bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, um während des Studiums Auslandserfahrungen zu sammeln. Sie können das praktische Studiensemester im Ausland absolvieren. Wir unterstützen Sie da bei der Suche nach geeigneten Firmen. Auch die Projekt- und die Abschlussarbeiten können Sie in einem international tätigen Unternehmen im Ausland anfertigen. Oder ein Auslandssemester an einer der mehr als 70 Partnerhochschulen ist möglich. Das Akademische Auslandsamt der HTWG Konstanz unterstützt Sie bei allen Auslandsaktivitäten mit Informationen und Dienstleistungen. Sie haben eine kreative Idee und möchten einfach mal etwas ausprobieren. Im Open Innovation Lab der HTWG stehen Ihnen moderne Einrichtungen und ein kompetentes Laborteam zur Verfügung. Rapid Prototyping mit 3D-Druck, 3D-Cuttern, Laserschneiden und CNC-Maschinen. Das Open Innovation Lab steht jedem Student, jedem Mitarbeiter zur Realisierung seiner Ideen zur Verfügung. Es steht in keinem Studienplan, natürlich nicht, aber es gehört irgendwie und inzwischen fast selbstverständlich dazu. Das Sommerfest der Verfahrens- und Umwelttechnik am See mit tiefstehender Sonne an den längsten Tagen des Jahres irgendwie immer eine magische und schöne Gelegenheit, sich auch außerhalb des Studienbetriebs kennenzulernen. Es gibt viele gute Gründe für ein Studium der Verfahrens- und Umwelttechnik an der HTWG Konstanz, aber was müssen Sie mitbringen? Natürlich die allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder einen gleichwertigen Schulabschluss. Sie sollten für die Verfahrens- und Umwelttechnik gute naturwissenschaftliche und mathematische Grundlagen mitbringen und keine Angst vor Formeln und Rechnungen haben. Verfahrenstechnik ist ein technisches Studium. Sie sollten natürlich Spaß am Experimentieren haben und sich für umwelttechnische Fragestellungen interessieren. Und Durchhaltevermögen wäre natürlich auch sehr wichtig, denn manchmal ist es in der Verfahrens- und Umwelttechnik wirklich anstrengend. Aber es lohnt sich. Wenn Sie noch Fragen zum Studiengang VUB oder zur Hochschule Konstanz haben, Sie können sich gerne an folgende Stellen wenden. An die zentrale Studienberatung. Angebote zur Studienorientierung finden Sie ebenfalls auf der Internetseite der Hochschule. Fragen zu konkreten Inhalten und zum Ablauf des Studiengangs können die Studienfachberatung Ihnen beantworten. Und wenn Sie Fragen zum Vorpraktikum haben, dann wenden Sie sich bitte an das Praktikantenamt des Studiengangs. Weitere Informationen finden Sie natürlich auch auf der Homepage des Studiengangs VUB www.htwg-konstanz.de/Bachelor/Verfahrens- und Umwelttechnik. So. Unser Rundgang durch die Verfahrens- und Umwelttechnik ist zu Ende. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Wintersemester bei der VUB Erstsemesterbegrüßung wieder. Vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute bei der Studienfahrt.